Willkommen zurück bei House of Da Vinci 2, wo ich exakt gar keine Ahnung habe, was wir machen und die Musik immer noch erstaunlich leise ist. Wir hatten diese LD-Buchstaben, irgendwie das Sonnensymbol-Dingsi und das Ding, ne, wo ich keine Ahnung habe, wo das hin muss. Oh, wir haben übrigens zwischendurch noch rausgefunden, dass also wir, ist jetzt auch übertrieben, aber Chat fand raus, dass das einfach die Reihenfolge für den Tisch war. Also Widder, Löwe, Waage, Schütze, Zwillinge, Fische. Hätte man wissen können, wenn man drauf geachtet hätte. Habe ich aber nicht. Dass wir diese Pflanze zurückgeschoben haben, war auch total nutzlos eigentlich, ne? Warum haben wir eigentlich... Nee. Nö, ist einfach... Oder... Nein, es ist einfach gerade keine Musik da, okay. Ich sehe halt nur ganz leicht irgendwas im Hintergrund rumeiern vom Sound. Also so bei... Minus 50 dB, minus 55, aber fragt mich nicht. Vielleicht haben wir hier ganz, vielleicht macht er fallende Schneegeräusche, die ganz, ganz leise drin sind und quasi nicht hörbar. Keine Ahnung. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Hier ist rechts nicht, hier ist links nichts. Okay, dass das nicht geht, war irgendwie zu erwarten. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir diesen Block hier wegkriegen sollen, ne? Also muss ja schon was sein, was wir in der Vergangenheit machen, damit er bei den Bauarbeiten gar nicht erst da ist. Oder bei den Renovierungsarbeiten. Sanierungsarbeiten ist das Wort, was ich suchte. Aber ich glaube, auch mit dem Ding jetzt sind wir durch, oder? Also wir haben hier so viel rumgedreht, rumgeschoben, aufgeklappt, rausgenommen. Der Zug ist abgefahren, oder? Also, dass hier noch was geht, würde ich vorerst ausschließen wollen. Ich würde schon sagen, wir müssen in die Vergangenheit und dann doch noch irgendwas mit der Tür machen. Was ich bislang nur noch nicht verstanden habe. Okay, nee, ich dachte, wir kommen vielleicht da unten irgendwie ran, aber nein, kommen wir nicht. No, we don't. Also. Zeit für eine Zeitreise. Helles Blitzlicht. Und dann... Die Vögel machen mich immer noch ein bisschen fertig, ne? Öffnet sich bestimmt von woanders. Ja, aber wo? Von wo? Ich würde fast erwarten, dass wir hiermit noch irgendwas machen können. Aber hier geht halt nichts. Weil das ist halt einfach so die... Das kann man ja von hier auch richtig gut sehen. Weil das sind halt so die Symbole. Ja, nun. Oh, wow. Nee, du gehst schon dahin. Du gehst dahin. Du gehst hierhin. Gut. Das ging dann schneller als erwartet. Die Tür ist verschlossen. Are you shitting me? Oh, sag nicht, ich brauche jetzt das... Okay, kann ich jetzt aber auch gerade nicht, ne? Okay, habe ich im Notizbuch aufgeschrieben, wie die Zeiger vorher waren? Nein, oder?
Warum ist diese Tür jetzt verschlossen? Macht das irgendeinen Sinn? Hier ist nur irgendwas passiert. Na. Okay. Müssen die Zeiger jetzt so wie auf der Steinbank möglich? Also quasi Sanduhrkreis Viereck. Geh mal weg. Sanduhrkreis Viereck. Ist das jetzt die richtige Seite oder mache ich das spiegelverkehrt? Nee, ist schon richtig. Und dann was auch immer Sterndings sehen. Aber es ist doch die andere Tür wieder zu, oder? Oder ist sie jetzt offen geblieben? Ah, nee, die ist offen geblieben. Okay. Uff. Ja, und jetzt? Komme ich da trotzdem nicht hin? Ah, doch, jetzt geht's. Okay. Hallo. Okay. Gut, ich wollte jetzt nicht unbedingt ganz wieder weglaufen. Ich wollte eigentlich nur gucken, was wir da machen können. Das wird nicht lustig. Etwas hindert den Kran daran, sich zu bewegen. Ja, er ist an der Statue festgekettet. Ah, aber so kriegen wir den Stein hier weg. Okay. Ich wüsste gern, was auf der Statue steht. Ah, Michael. Gut, dann müssen wir vielleicht erstmal... Nope. Dreht er sich immer um? Danke, da wollte ich ihn, glaube ich, hinhaben. Der Haken ist außer Reichweite. Das ist ja ungünstig. Kann ich das Ding noch kippen? Da muss doch irgendwas drauf. Weder das Dinget noch das Dinget, okay. Kann ich hier einfach was klappen? Kippen? Nicht so. Ah, da muss garantiert irgendeine Mechanik drauf. 100 Pro. Und dann können wir das Ding noch ein bisschen nach vorne kippen. Aber wo kriegen wir das Teil dafür her? Was ist denn das hier eigentlich? Was ist das hier für ein Dinget? Brauchen wir das irgendwo für? Und können wir... Warte, ich will da gerne nochmal ran. Können wir mit der Kiste hier schon irgendwas machen? Gut, offenbar nicht. Hey, die Musik ist zurück. Es war so, oh Gott, der braucht für das Rätsel so lange. Lass mal Musik anmachen, das ist nicht ganz so traurig. Aber was machen wir jetzt hiermit? Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Was möchte das Notizbuch denn?
Der erste Teil des Tests liegt hinter mir. Ich komme bisher gut voran. Blick in die Vergangenheit, bla bla. Das ist ja nur Zusammenfassung, ne? Ja, da steht einfach nichts Neues mit bei. Okay, cool. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich machen wollte, aber okay. Können wir vielleicht noch irgendwo anders hochkriechen? Also können wir. Bringt das was, wenn wir hier hochklettern einfach? Ja, moin. Gut. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Nein, nein, nee, nicht. Nee, nee. Okay. Achso, da kommt das Ding hin. Das ist genau das Teil. Ich sehe es genau. Es ist genau das hier. Ich kann hier nichts machen, außer wieder weggehen. Nichts, kein Bewegen, kein Hinweis. Das Ding passt hier nirgendwo hin. Okay. Können wir hier eigentlich... Nee, das geht wirklich nur in... der Hütte. Bringt das was, wenn wir jetzt hier rangehen? Okay, in die andere Richtung geht das auch gar nicht. Und so bringt halt nichts. Aber jetzt ist es zumindest auf Spannung. Keine Ahnung, ob das wichtig ist. Das macht scheinbar keinen Unterschied. Ich meine, das ist einfach genau die Vertiefung von dem Dinget hier. Ich kann da aber auch nicht doppelklicken. Also normalerweise müsste ich das da jetzt einfach einsetzen können und gut, oder? Dann können wir da ein bisschen an dem Knauf drehen, dann klappt das hier auf und alle sind glücklich. Also, wäre jetzt... Okay, wir gucken erst einmal. Hier unten hat sie ja auch ein bisschen was rumgeklappt. Achso, da kommen wir jetzt gar nicht mehr hin. Gut. I don't get it. Ich meine, das ist doch jetzt einfach der nächste logische Schritt, oder? Meine, wir können hier zwar die Zeit ändern, aber das bringt uns ja gar nichts. Da kommen wir ja überhaupt nicht nach da drüben. Weil da ist hier nämlich zu. Ich meine, wir haben jetzt die Kurbel im Inventar, aber die bringt uns hier ja auch nicht weiter. Also es wird schon in der Vergangenheit weitergehen, würde ich mal vermuten. Ich drehe das Ding jetzt. Achso, nein, das müssen wir auch in der Vergangenheit machen. Ja, okay.
Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, aber ich drehe das Ding mal wieder hier hin. Wobei das halt völlig egal sein sollte, aber man weiß ja nie. Da waren wir. Kann ich das eigentlich? Schade. Total gut, wenn ich das irgendwie mit Pfeiltasten machen könnte, aber nein. Oder mit WASD. So, der Steinblock ist zu schwer, habe ich verstanden. Dafür brauchen wir den Kran, das ist klar. Wenn wir ehrlich sind, schreit doch einfach alles danach, dass wir das Ding hier hochstiefeln und oben dieses Teil aufmachen, nachdem wir da rankommen. Aber es geht nicht. Wenn ich mir den metallverzierten Kegel in meinem Inventar ansehe, bemerke ich, gut. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber okay. Gut, zumindest müssen wir nicht nochmal die Zeit wechseln und zurücklatschen. Das passiert automatisch, das ist okay. Na dann, schnallt euch an. Los geht's. Boah, und die nächste Runde geht rückwärts. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? War das spannend? Ich habe irgendwie mit was Spektakulärerem gerechnet, aber okay. Fair deal. So, können wir das bitte einfach. Ach so. Noch nicht. Die Lasche ist mit einem seltsamen Mechanismus verschlossen. Finde ich nicht. Finde die Lasche ist. Ach so, ich kann hier nochmal ran. Okay. There we go. Achso, und das schiebe ich dann hoch. Okay. Another interruption. I told you clearly that. Oh, is that you? I'm sorry. When I'm immersed in my work, I tend to forget the world around me. I thought that they sent me another letter from the abbot in which he will ask me for yet another time, when will the mural be ready? As if he had no idea that his constant questioning will not speed up the process at all. Ah, very interesting. I must confess, I am surprised. You see, many before you who failed my challenge assured me that it was impossible. Therefore,
I must admit that you made a great impression on me. In any case, I am glad that it will be you who will enter my services. There is much work before us, and I believe that in you I am gaining a very capable ally. Let us tarry no longer and start working right away. What do you say, Giacomo? Okay, I guess. Okay. Das sieht spannend aus. Speed up the process. As I was saying, just finish it.